Online-Sim-Racen am PC? Du hast noch nicht so wirklich einen Durchblick, was wirklich viel gefahren wird? Gar kein Problem. Lass mich dir unter die Arme greifen in diesem Video. Moin, Freunde der Sonne. Heute gibt es mal wieder ein informatives Video auf die Augen, denn ich habe mich mal herangesetzt und am PC die beiden meistgefahrenen Simulationen miteinander verglichen. ACC und iRacing. Kleiner Disclaimer. Hier geht es nicht darum, zu erzählen, was besser oder schlechter ist. Die beiden Simulationen sind auf Augenhöhe, trotzdem gibt es dort ein paar Differenzen und ein paar Ähnlichkeiten, die ich dir aufzeigen möchte, damit du dich entscheiden kannst, was du denn fahren möchtest oder was du nicht fahren möchtest. Lass uns doch mal mit dem ersten Punkt starten. Was ist eigentlich ACC? ACC bedeutet Assetto Corsa Competizione, ist vom selben Entwickler, der Assetto Corsa gemacht hat. Und das ist Kunos. Bei ACC dreht sich alles um Strecken und Fahrzeuge der SLO, weil das Spiel lizenziert ist von der SLO. Was bedeutet, du hast die ganzen Strecken, die im Rennkalender der SLO drin sind, als auch die Fahrzeuge, die dort fahren. Beispielsweise GT3s, GT4s. Das heißt, im Großen und Ganzen dreht sich Assetto Corsa Competizione um den GT-Sport. Was ist denn jetzt iRacing? iRacing ist eine Simulation, die es seit 2008 gibt und du dort die Möglichkeit hast, alles Mögliche an Rennserien zu fahren, von IndyCar, NASCAR, GT3, LMDHs, LMPs, Toyota, Mazda, GT4s, TCR, alles Mögliche ist dort vorhanden und iRacing arbeitet mit sehr vielen Rennserien zusammen und bietet ein sehr, sehr großes Portfolio an Strecken als auch Fahrzeugen an. Warum nehmen wir denn jetzt gerade diese beiden Simulationen und nicht noch die anderen mit dazu? Es ist relativ simpel. Das sind aktuell auf dem Computer die meistgefahrenen Simulationen. Wir haben zu Peakzeiten weit über 1000 User, die beide Simulationen am Abend gefahren werden und unter der Woche und auch sehr, sehr aktive Rennligen haben, an denen du teilnehmen kannst. Ich habe jetzt mal Le Mans Ultimate an dieser Stelle ausgeklammert. Es ist noch im Early Access. Es wird auch sehr, sehr viel dort gepatcht. Aber es ist definitiv noch nicht auf dem Stand wie die anderen beiden, ist definitiv aber trotzdem noch eine Option, diese zu fahren, wenn man das möchte. Es gibt nur dort keinen Ligabetrieb und es ist auch noch nicht hundertprozentig ausgereift. Weswegen wir uns an dieser Stelle in diesem Video für ACC und iRacing entschieden haben. Wenn wir uns jetzt mal die Physik anschauen der beiden Simulationen, werden wir sehr schnell feststellen, dass es dort nicht wirklich sehr, sehr große gravierende Unterschiede gibt für uns Normalos. Für die Menschen, die jetzt im E-Sports-Bereich unterwegs sind und mehrere tausende Stunden da reinstecken und ein sehr, sehr großes Verständnis haben, gibt es sehr gewaltige Unterschiede. Da wir jetzt aber hier von Menschen reden, die nicht unbedingt in diesem Bereich unterwegs sind, werden wir sehr wenig bis kaum Unterschiede feststellen können, wenn wir uns in das Auto setzen. Unterschiede, die wir physikalisch feststellen können, sind definitiv die Bremsen. Bei iRacing und ACC verhalten sich auf der Bremse sehr unterschiedlich. So muss man bei iRacing beispielsweise etwas zärtlicher bremsen. Bei ACC kann man schon ein bisschen mehr, ich möchte sagen, Gewaltfeingefühl anbringen, um das Auto langsamer zu machen. Wenn wir uns jetzt beispielsweise auch nochmal die Dämpfer anschauen, also die Federung der Fahrzeuge, hat ACC im Grenzbereich, das heißt, wenn du das Auto wirklich an die Grenzen bringst, mit, sagst du jetzt einfach mal, mit E-Sport-Setups, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass es etwas holperig ist und manchmal etwas rutschig. Wenn du das aber außen vor lässt, was du definitiv machen kannst, wirst du an der Stelle auch wenig bis kaum den Unterschied merken als normalsterblicher Fahrer dieser Simulation. Lass uns mal über die Vorteile von ACC sprechen. Die Vorteile von ACC sind definitiv, dass du eine sehr, 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 sehr gute und eingeschworene Community hast. Damit einhergeht, dass du super viele Möglichkeiten hast, Ligen zu fahren. Ob es jetzt Sprintligen sind, Endurance-Ligen sind, ob du Dailies fahren kannst mit Low-Fuel Motorsports. Du hast aktuell in dem Stadium, in dem sich Assetto Corsa Competizione befindet, alles, was du brauchst. Und wenn wir jetzt mal über den Preis sprechen an der Stelle, gibst du einmal 100 Euro aus und du wirst alle DLCs haben und du kannst so gut wie alles fahren. An dieser Stelle kleine Anmerkung vom Preis. Ich nehme immer Originalpreis, nicht von irgendwelchen Keysellern oder irgendwelchen anderen Seiten oder Angebote, denn man kann dieses Spiel definitiv auch noch günstiger bekommen. Aber wenn wir uns jetzt wirklich den reinen Preis angucken, sind wir bei 100 Euro dabei und du hast wirklich alles, was du brauchst. Also an dieser Stelle ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil, den du hast bei ACC.
Des Weiteren hast du auch einen sehr großen Vorteil, dass es im Hintergrund sehr, sehr viele beispielsweise Tools gibt, die du verwenden kannst für ACC. So hast du beispielsweise Popometer, was du nutzen kannst, um deine Fahrzeiten bzw. deine Linie zu vergleichen mit anderen Leuten auf der Internetseite und so auch noch sehr viel lernen kannst. Du auch sehr viele Content Creator hast in ACC, bei denen du was lernen kannst. Und du hast die Möglichkeit, dir auch alles Mögliche an Setups, wenn du selber nicht wirklich drinne sein solltest, dir das anzueignen oder dir diese zu besorgen und damit zu fahren. Wenn du dir das beispielsweise selber aneignen möchtest, gibt es beispielsweise so Leute wie Nils Naujux, die sehr viele Erklärvideos dazu haben auf ihrem YouTube-Channel und du da auch eine Menge lernen kannst von denen und hast somit einfach einen super guten Einstieg ins Sim-Racing und kannst aktiv online fahren und das tagtäglich. Was sind denn jetzt die Vorteile von iRacing? iRacing hat eine sehr, sehr große Spielerbase bzw. Fahrerbase. Das heißt, du hast die Möglichkeit, rund um die Uhr mit anderen Leuten Rennen zu fahren. Mit allen Menschen auf der ganzen Welt. Das heißt, du kannst mit Leuten aus Amerika fahren, Brasilien, Europa, Russland, Asien. Alle sind auf einem Haufen und du kannst jederzeit rund um die Uhr zusammenfahren. Des Weiteren hast du eine sehr, sehr große Auswahl an Fahrzeugen. Du hast die Möglichkeit, NASCAR zu fahren, IndyCar, GT3, LMDHs, LMPs, Rallycross. Dort ist wirklich super, super viel drin und wird super viel dir auch angeboten. Du hast die Möglichkeiten auch, einen Haufen Strecken zu fahren, die dir angeboten werden. Dort sind einige dabei, die gibt es in anderen Simulationen nicht zwingend. Und deswegen ist dort auch eine sehr große Vielfalt gegeben, wo du sehr viel dir aussuchen kannst. Und auch in den verschiedenen Rennserien werden dir sehr viele Strecken unter der Woche angeboten. Ein weiterer Vorteil auch, aufgrund der Tatsache, dass es schon so lange am Markt ist, ist die Community wirklich sehr, sehr groß. Du hast dort auch die Möglichkeit, super viele Tools zu verwenden. Beispielsweise, wenn wir uns Popometer nehmen und würden das jetzt mal transportieren in iRacing, dann hast du sowas wie Grid & Go beispielsweise, wo du im Endeffekt was sehr, sehr Ähnliches hast, wo du jede Woche einen Streckenguide dazu kriegst. Du kriegst die Setups, kannst du dir dort angucken. Und du hast wirklich einen riesigen Umfang, um dort fahren zu lernen. Selbiges gilt natürlich auch für Content Creator. Es gibt unzählig viele gute Content Creator, die du dir anschauen kannst, sowohl bei Twitch als auch bei YouTube, die dir sehr viel zeigen und dir auch sehr viel erklären. Man muss aber dazu sagen, in iRacing sind außerhalb der Simulation fast alle Sachen kostenpflichtig und man wird so gut wie fast nichts für umsonst finden. Was sind denn jetzt die Nachteile von ACC? ACC hat in meinen Augen ein ganz kleines Problem und das ist irgendwie so ein bisschen der Entwickler. Der Entwickler ist leider nicht wirklich sehr kommunikativ mit seiner Community. Das heißt, manchmal kommen dort Patches raus, wo Dinge drin sind, die nicht mehr in den Patchnotes stehen, beziehungsweise sind die Patchnotes, die öffentlich zugänglich sind, nicht wirklich sehr detailliert. Das heißt, du als Fahrer wirst manchmal ins kalte Nass reingeschmissen und musst Sachen selber rausfinden. Wobei man an der Stelle die Community loben muss, denn das geht sehr schnell rum wie ein Lauffeuer, wenn es dort große Änderungen gibt. Beispielsweise gibt es kleine Änderungen bzw. große Änderungen an der Balance of Performance. Um dir das kurz mal zu erklären, die Balance of Performance bedeutet, dass die Autos versucht werden anzugleichen, dass sie auf der Strecke sehr ähnliche Rundenzeiten schaffen, auch wenn sie gewisse Stärken und Schwächen haben, sodass sie auf einem Level fahren. Und bei ACC ist es manchmal so, dass die Balance of Performance sehr weit auseinander geht. Aber, muss man dazu sagen, Low Fuel Motorsports kann sich auf die Fahne schreiben, dass sie das im letzten Dreivierteljahr versucht haben zu fixen und haben ihre eigene Balance of Performance rausgebracht, die über die Community verteilt jetzt sehr viel Anklang gefunden hat und sehr viel gefahren wird und somit die Balance of Performance vom Entwickler ein bisschen ausgehebelt haben und das Ganze vernünftig rausgebracht haben, so dass du, wenn du online fahren würdest bei Low Fuel Motorsports, nicht mehr so große Probleme hast. Wenn wir uns jetzt mal bei iRacing die Nachteile angucken, können wir dort auch die Balance of Performance anführen. Denn die ist auch, wenn wir, sagen wir mal, in den Splits. Splits sind die Einteilungen nach deinem Rating, was du hast. Beispielsweise, du hast jetzt einmal iRating von 1000 und du hast jemanden mit einem iRating von 3000. Dann bist du wahrscheinlich irgendwo in Split 7 und er wird in Split 1 sein. Das heißt, du wirst anhand deiner Fähigkeit bzw. dein Rating in gewisse Rennen reingepackt, dass du mit ähnlich starken Menschen fährst. Dasselbe hast du bei Low Fuel Motorsports in ACC übrigens auch.
Dort fährst du auch mit Menschen zusammen, die ungefähr auf deinem Level sind. Hier hast du bei der Bob auch manchmal so deine Probleme, wenn du jetzt beispielsweise in Split 1 gehst, wo halt die ganzen, ich sag's mal, sehr ambitionierten, sehr guten Fahrer unterwegs sind, siehst du oft sehr, 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 sehr viele ähnliche Autos. Jetzt, wo ich mein ein Jahr iRacing gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass auch dasselbe Problem herrscht bei GT3s, GT4s und LMDHs. Dort siehst du oft in den höheren Split meistens nur ein Auto. Ich hoffe, dass iRacing da diesbezüglich auch noch ein bisschen was macht, weil dort kann Lofi und Motorsports nicht zur Rettung kommen. Aber sie sind da relativ kommunikativ in ihren Patches und geben auch Preis, dass sie dieses Problem anerkennen und auch gucken, dass das auf ein Level gebracht wird. Ein weiterer Nachteil von iRacing ist definitiv der Preis. Und das möchte ich gar nicht verheimlichen oder in irgendeiner Form schönreden. Bei iRacing ist es so, es lohnt sich wirklich nur das zu fahren, wenn du wirklich aktiv daran teilnimmst und deine 3-4 Tage in der Woche fährst. Weil ansonsten sind die Kosten in meinen Augen gar nicht wirklich zu rechtfertigen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, was eine Saison iRacing kosten würde. Das könnt ihr euch sehr gerne angucken. Aber der Preis ist definitiv schon gezuckert. Man kriegt eine Menge für sein Geld, das will ich gar nicht abstreiten. Aber man muss schon committen und sagen, das ist jetzt mein Hobby. Ich gehe jetzt nicht 4 Tage, 5 Tage die Woche Fußball spielen. Ich fahre jetzt 4-5 Tage iRacing. Ein weiterer Nachteil von iRacing, und das ist persönliche Präferenz, ich möchte es aber trotzdem hier an der Stelle nochmal mit aufzählen, wäre die Grafik. Das ist für einige Menschen da draußen von Relevanz, wie das Spiel aussieht, beziehungsweise die Sim aussieht. Und iRacing hat seit 2008 schon ein paar Sachen gemacht, dass es hübscher ist, aber es ist definitiv nicht auf dem Stand von 2024. Da muss man selber Bock drauf haben, das muss man akzeptieren, wenn man das fährt. Sie arbeiten zwar an einer neuen Engine, so dass das auf das neue Level gehoben wird, aber aktuell ist dem nicht so. Und das möchte ich hier der Fairness halber aufzählen, weil das doch einige Leute das ein oder andere Mal in den Kommentaren aufzählen und das von Wichtigkeit ist. Was haben wir denn jetzt für Gemeinsamkeiten bei ACC und iRacing? Wir haben super aktive Communities. Es ist unbeschreiblich, wie aktiv diese Simulation A, gepflegt werden von der Community und B, wie viele Leute das denn wirklich fahren. Du hast halt wirklich die Möglichkeit, du kannst um 10 Uhr morgens in beiden Sims, wenn du Bock hast, vor deiner Arbeit noch ein Rennen fahren, wenn du zur Spätschicht musst. Und das ist für mich bemerkenswert. Du hast super viele Rennliegen in beiden Simulationen. Wenn ihr dazu noch mal ein Video sehen möchtet, wo man welche Rennliegen findet, lasst mich das gerne mal wissen. Dann bereite ich da auch noch mal ein Video für euch vor und gebe euch so kleine Hints, wo ihr gucken könnt. Aber in beiden Simulationen hast du fernab von deinem täglichen Rennfahren noch die Möglichkeit, Endurennen zu fahren, Sprintrennen zu fahren und das in unterschiedlichen Klassen, was super geil ist. Und die meisten Sachen sind sogar for free und du kannst dich einfach anmelden und dort mitfahren. An dieser Stelle möchte ich persönlich als Fahrer mich mal bei allen bedanken, die sich die Mühe machen, solche Ligen zu organisieren. Denn wenn ich mir mittlerweile anschaue, was in diesen Ligen alles möglich ist und was für ein Aufwand dort betrieben wird für die Leute, die dort teilnehmen, dann möchte ich an der Stelle wirklich von tiefstem Herzen einen Danke aussprechen, dass ihr eure Freizeit opfert für uns, damit wir das fahren können. Es ist unbeschreiblich, denn ich habe selber mal feststellen können, wie viel Arbeit dahinter steckt, so eine Liga zu organisieren, und das ist nicht zu unterschätzen. Eine weitere Gemeinsamkeit sind Liveries. Das ist für viele Leute sehr wichtig und spielt auch eine große Rolle, denn man möchte ja nicht mit den Lackierungen fahren von anderen Menschen bzw. Autos aus dem realen Leben. Außer natürlich der Grello, das ist immer so ein Ding, Grello muss immer sein. Kriege ich zumindest mit, das ist eine der meistgefahrenen Liveries oder Red Bull Liveries. Aber an der Stelle, du hast bei beiden die Möglichkeit, sowohl ACC als auch in iRacing via extra Tools und externen Tools dir die Liveries auch von den anderen mit in dein Rennen zu holen beziehungsweise auch deine eigene zu zeigen. So hast du beispielsweise in ACC die Möglichkeit, wenn du über LFM fährst, muss man immer sagen, viele Sachen der Features, die es heutzutage gibt, hat LFM möglich gemacht, plus LFM in Zusammenarbeit mit anderen Menschen. So gibt es ein Livery-Tool, wo du deine Livery bei LFM einreichen kannst und dann wird die runtergeladen und auch synchronisiert mit anderen. Das heißt, andere, die dieses Tool benutzen, haben die Möglichkeit, deine Livery zu sehen und du hast auch die Möglichkeit, die Liveries der anderen zu sehen. Man muss dazu sagen, das geht bei ACC auch so.
Dafür gibt es halt Templates, die vorbereitet werden. Um eine Livery jetzt zu erstellen in ACC, musst du dir ein Template runterladen. Dann kannst du das alles schicki-lagi machen. Ich habe davon nicht wirklich eine Ahnung. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle an Lilo, die das meistens für uns macht. Oder Bunetics, der komplett unsere ACC-Liveries gemacht hat. Und dann kannst du das anfertigen. Dann kannst du das bei Lofio Motorsport hochladen und kannst deine Livery fahren. Wenn du es ganz normal fahren möchtest, ohne dieses Tool zu benutzen, kannst du das auch machen. Dafür gibt es wunderschöne Erklärungen im Internet. Die kannst du dann einfach in den Customs-Ordner reinkopieren und dann sind die auch da, nur sehen andere Leute das nicht. Dann hast du einfach nur ein schwarzes Auto. Bei iRacing beispielsweise gibt es die Plattform Trading Paints. Dort gibt es abertausende Liveries, die du ausnutzen kannst, von III bis Original-Liveries bis erfundene Liveries. Du kannst deine eigenen Liveries dort reinmachen. Du hast dort also auch die Möglichkeit, ein individualisiertes Auto zu haben und damit auf der Rennstrecke ein bisschen zu prahlen. Das macht euch 5 km/h schneller. Also wie du siehst, hast du mit beiden Simulationen eigentlich für dich was sehr, sehr Schönes, wo du rund um die Uhr fahren kannst und dein Hobby zelebrieren kannst. Für dich ist jetzt eigentlich nur noch die Entscheidung, vielleicht beides einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was dir am meisten liegt und was dir am meisten zusagt. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Schlussworte für dieses Video finden, beziehungsweise einen kleinen Appell an die Sim-Racing-Community loswerden. Ich nehme jetzt seit 4 Jahren teil an dieser Community und bin wirklich sehr, sehr glücklich, ein Teil dieser Community zu sein. Und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, hier in diesem Universum Content zu machen und habe mich auch in den letzten 4 Jahren etwas weiterentwickelt, beziehungsweise hat sich meine Denkweise geändert. Und das Schöne daran ist, dass wir als Menschen ja sowieso immer an unseren Aufgaben wachsen, beziehungsweise an unseren Fehlern wachsen. Ich habe über die Zeit wirklich ein paar Fehler gemacht und habe auch gewisse Dinge nicht wirklich sehr gut artikuliert und habe auch hier und da mal einen Keil reingetrieben in die Community. Ich bin ganz ehrlich, so im Nachgang, wenn ich darüber nachdenke, finde ich das nicht cool von mir selber und könnte mir selber so richtig schön mit der flachen Hand eine ins Gesicht wischen. Was ich damit sagen möchte ist, lass uns doch mal aufhören und ständig, wirklich ständig, irgendwie, wo es auch wirklich nur geht, irgendwelche Diskussionen auslösen, was denn nun besser ist, was schlechter ist und was kacke ist und was nicht kacke ist. Weil am Ende des Tages wollen wir alle nur in einem Rig sitzen und so tun, als wenn wir Rennfahrer sind, weil wir in unserer Kindheit irgendwann mal Formel 1 geguckt haben oder Rallye oder was auch immer und unsere Idole haben und dem nacheifern wollen. Wo wir das am Ende machen, ist doch schiedegal. Ich meine, wo du jetzt beispielsweise Fußball spielst, ob du auf dem Schotterplatz spielst oder auf dem Kunstrasen oder auf dem richtigen Rasen, spielt doch auch keine Rolle. Hauptsache, wir spielen Fußball. Und so ist es beim Sim-Racing auch. Ich für meinen Teil finde es sehr schön, dass wir mittlerweile so viele Optionen haben, wie jetzt beispielsweise in diesem Video gezeigt wurde, ACC und iRacing. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Das sind nur die aktivsten, die gerade gefahren werden am PC. Lasst uns das Hobby einfach frönen. Lasst es uns akzeptieren, dass gewisse Dinge anders sind. Lasst es uns akzeptieren, dass sich gewisse Dinge anders fahren. Und lasst es uns einfach akzeptieren, dass man selber eventuell einfach, wie meine Wenigkeit, nicht mehr in der Lage ist, was vernünftig zu machen oder vernünftig zu fahren. Und dann zu sagen, hey, das ist gerade einfach nicht mein Jam, aber ich wünsche euch trotzdem allen sehr, sehr viel Spaß in der Simulation. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns allen mal die Hände geben können und unser Hobby gemeinsam noch ein bisschen weiter nach draußen bringen können. Denn das hat sehr viel Potenzial. Extrem viel Potenzial. Aber wenn wir immer nur so machen, dann funktioniert das nicht. Wenn wir so machen, kommen wir ein bisschen weiter. Denn wie ein weiser Mann mal sagte, eine Hand wäscht die andere und 2 waschen das Gesicht. Und an dieser Stelle würde ich mich sehr freuen, wenn die Kommentare unten nicht so aussehen, wie sie sonst normalerweise aussehen, wo sich die Leute ständig und immer wieder einen reinwürgen und richtig große Diskussionen miteinander haben. Ihr könnt die Diskussion haben, aber versucht doch mal vernünftig miteinander zu sprechen und euch diesbezüglich auszutauschen und auch mal zu akzeptieren, dass andere Leute etwas anderes lieber mögen als du selber. Denn du musst nichts verteidigen in deinem Leben, außer dich selber. Und damit danke ich mich für deine Zeit, dass du dir das angeguckt hast. Ich hoffe, alle da draußen, die jetzt so ein bisschen durch das Sim-Racing wandern und nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, dass dir das Video geholfen hat, für dich zu finden, wo du denn jetzt mal fahren kannst.
Falls dem nicht so sein sollte, lasst mich das bitte gerne in den Kommentaren wissen. Stellt bitte eure Fragen. Mir fällt es manchmal nicht so leicht, gewisse Themen anzusprechen, weil das für mich tagtägliche Geschichten sind, die für mich automatisiert sind. Es hilft mir sehr, in den Kopf reinzugucken von euch da draußen, um mal eure Perspektiven zu sehen, um mich selber wieder daran zu erinnern, wie beispielsweise ich angefangen habe und was für böhmische Wälder das waren, um dir das dann besser zu erklären. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal im Livestream. Der findet von Mittwoch bis Sonntag statt, ab 16 Uhr. Oder wir sehen uns nochmal auf Instagram. Da würde ich sagen, hast du nämlich ein bisschen was verpasst. Da gibt es regelmäßig Katzen-Content und auch anderen Content außerhalb von Sim-Racing. Oder du guckst auch einfach mal auf der Homepage vorbei. Das ist so ein, naja, kleiner Geheimtipp. Da ist alles rundum um diesen Content gebündelt auf einer Seite zu finden, von Einstellungen, Videos, Guides und so weiter und so fort. Also schau dich doch da auch nochmal um und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass dir gut gehen. Ciao, Kakao. Bis denn, Dansen.